Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Montag, den 17.02.2020. Und so viel brauchen wir gar nicht eigentlich in Vorbereitung besprechen. Unser DAX hat zum Freitag nicht sonderlich viel geschafft, aber es scheint hier ordentlich Futter zu kriegen. Sieht ein bisschen aus wie getrocknetes Bärenfleisch, was man hier den Bullen zum Fraß vorgibt. Also das sieht äußerst stabil aus, sieht äußerst positiv aus. Da muss man schon aufpassen, dass man jetzt hier nicht zu optimistisch wird, denn das verträgt unser DAX in der Regel eigentlich nicht, zu viel Optimismus. Reagiert er eher mehr mit Lampenfieber dann drauf, wenn er da besonders im Spot steht, besonders im Rampenlicht steht und verkrümelt sich dann erstmal nach unten. Vorzugsweise sogar auch Montag. Also es wäre nicht unüblich, wenn sich der Kerl jetzt hier zum Montag abseilt, weil ihm einfach nach oben hin zu viel Erwartungsdruck ist, dran ist. Zu viele Leute gehebelt einfach long mit reingehen, weil sie sagen, naja, jetzt sehen wir die 14.000 aber. Denn es sieht ja auch gut aus. Also ohne Frage. Nun ist es aber so, dass man kann letztendlich viel denken, man kann ein gewisses Gespür haben, aber man sollte trotzdem immer darauf achten, wie denn die Bewegung tatsächlich kommt. Und am Ende nicht, dann, wenn man jetzt sagt, man geht mit einer positiven Erwartungshaltung ran und denkt, der steigt nach oben, dass man dann in dem Moment, wo er fällt, halt die ganze Zeit dagegen haut, ne? Also, dass es so instinktiv ist, das eigentlich das, was man macht, ne? Beim Trading ist das sehr häufig, man sieht den DAX, was weiß ich, steigen und wenn er dann tatsächlich steigt, traut man sich gar nicht wirklich mitzugehen, misstraut dann der eigenen Erwartungshaltung, die man hat, aber in dem Moment, wo der Markt fällt, ist man sehr überzeugt dann davon, dass er ja eigentlich steigen muss und haut dann engagiert dagegen und deswegen betonen wir das hier einfach nochmal, weil das ist letztendlich ein Verhalten, was in der Regel immer eher mehr Geld kostet als Geld bringt. Und deswegen einfach nochmal der Hinweis: achten Sie darauf, wenn Sie hier reingehen, dass Sie nicht unbedingt sich von Ihrer Erwartungshaltung überrumpeln lassen, ne? Dass die nicht das Maßgebliche wird, denn wenn der DAX hier abschmiert, wäre es durchaus denkbar, dass man ein bisschen tiefer rutscht. Wir haben hier noch so einen kleinen Supportbereich um die 670, 680. Ne? Sehen Sie das hier links, dieses Tief da? Da orientiert sich jetzt auch der Supertrend so ein bisschen dran. Also so unter 670 würde ich schon sagen, sollte man davon ausgehen, dass der Kerl hier nochmal abrutschen kann, dass wir am ersten an die 6:30 wahrscheinlich, von dort könnte er dann sich nochmal versuchen nach oben zu drücken, würde aber später, im späteren Tagesverlauf sehr wahrscheinlich sogar dann schon noch weiter abgeben in den Dienstag hinein, gut und gerne nochmal die 5:60, 5:30 erreichen. Dort haben wir noch ein offenes Gap, ne? Also das wäre durchaus denkbar, dass wir dann in den Bereich hier unten kommen und dann kann aber von dort schon wieder ein schnelles Reversal einsetzen. Na, dass er dann von hier wieder relativ zügig nach oben zieht und das wäre jetzt sogar, ja, ich will nicht sagen meine favorisierte Variante, denn dafür sollten wir ihn, ich würde sogar sagen, eigentlich können wir sagen, wenn der unter 700 geht hier, ne? Also wenn er unter die 710 geht, wäre im Grunde das eigentlich schon eine Basis dafür, hier jetzt weiter abzutauchen, Richtung 630 nochmal und weiter. Auf der Unterseite und auf der Oberseite müsste man sagen, ist jetzt die 800 dort maßgeblich. Also wenn es dem Kerl gelingt, hier sich über die 800 zu schieben, wir haben ja nur zweimal dran geschlagen, wir haben auch zum Freitag gesagt, es wäre jetzt wahrscheinlich, dass er nochmal dran geht. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, in den Overnight-Kursen, also in der Nachtbewegung, waren wir auch nochmal da dran, haben quasi ein schönes Doppeltop gebildet, aber haben das nicht stark genug nach unten reagiert, wegreagiert. Ne? Also an sich eigentlich eher sogar Tendenz aufwärts, ne? Deswegen auch die positive Erwartungshaltung eben nun für den Wochenauftakt eher in der Tendenz aufwärts zu sehen. Wenn er nicht fällt, wenn er nicht runterdrückt, sollte es ihm leichter fallen, oben rauszulegen. Denn Sie müssen auch immer bedenken, da oben gibt es nichts mehr. Gibt es keine Widerstände, da gibt es nichts, was ihn stört. Wer da oben nicht verkauft hat, das. Ne, also wer hier nicht verkauft hat, der wird wahrscheinlich hier oben jetzt auch noch nicht verkaufen. Der wird sich das noch ein paar Tage mit angucken. Das heißt, er hat hier wesentlich weniger Druck hier oben, ne, wenn er hier weiter raussteigt. Und dadurch ist es in der Regel so, dass der dann ruhiger wird, so wie am Freitag eigentlich, ne, aber aufwärts orientiert. Und das sind manchmal so ein bisschen eklige Tage, weil er sich einfach so durchdrückt. Wir haben das in der Woche jetzt auch schon mal irgendwo gesehen. Ne. Ich glaube, der Mittwoch war so, dass er ganz ruhig einfach gelaufen hat, früh eine lange Kerze rausgestellt und dann ganz ruhig. Sowas kann jetzt hier auch kommen. Ne. Also ist ein typisches Bullenmuster, was wir insbesondere am Mittwoch dort gesehen haben. Es wäre typisch. Also wenn der DAX 8, 9 Uhr hier direkt hochstellt, sich über die 800 legt und dann da oben in Ruhestarre verfällt, können Sie schon fast ausgehen, dass er sich Stück für Stück, Stunde für Stunde mit ganz niedrigem Tempo, vielleicht sogar so 10 Punkte pro Stunde oder sowas, einfach weiter nach oben schafft. Aber das sind dann bis 22 Uhr auch gut nochmal 100, 120 Punkte, die da drin sind. Ne? Und deswegen hier einfach den Platz nach oben einräumen.
Und auch über 98, das wäre eine schöne Reaktionsmarke, die 98, aber hier oben kommt dann auch die 14.000, die Psychomarke, zu der vielleicht auch noch kurz so, wie unser DAX normal damit umgeht. In der Regel ist es nicht so, dass der Markt an der Psychomarke punktgenau umdreht. Ne? Häufig ist es eher sogar so, dass er im ersten Anlauf kurz vorher scheut. Ne, so 15, 15 Punkte vorher, sieht man ganz oft, dass an diesen großen Marken, wenn das erste Mal draufläuft, vorher schon wegdreht und dann mit etwas Schwung direkt durchrennt und dann auch ein bisschen deutlicher drüber geht, gar nicht so punktgenau, ne? Also gerne auch mal so eine 14,20 bis 14,60, 70, das ist alles drin, alles schnell anlaufen. In der Regel manchmal dann sogar auf so großen Marken, auf so Tausender Marken, dass er gut auch mal 100, 120, 200 Punkte drüber läuft, bevor er dann zurückkommt und dann mehrere Tage an diesem Niveau zur Seite läuft, ne? Also, was ich Ihnen eigentlich sagen will: Hier hört die Welt nicht auf. Wer dann ein bisschen eine Orientierung braucht, kann vielleicht die 166 sich noch mit zur Hilfe holen. Denn über 14.000 hört die Welt nicht auf. Wer jetzt sagt, er haut jetzt hier alle 20 Punkte Short rein und baut es immer weiter aus, weil der Markt ja irgendwann mal wieder runterkommen muss, muss er nicht. Ne, er kann auch auf 14.100 oder noch weiter steigen. Da einfach nochmal unseren Monatschart in den Hinterkopf geholt. Ohne dass ich jetzt sagen will, dass der Markt diese Woche bis dahin steigen muss. Sie kennen das. Mitte März haben wir gesagt, das sind noch gut 4 Wochen. Jetzt sind es schon mittlerweile nur noch 750 Punkte, die fehlen. Auf 4 Wochen ist das nicht viel, was der pro Woche und damit auch pro Tag bringen muss. Ne, also wenn der VDAX jetzt fällt, wenn das alles ruhiger wird, die Volatilität ruhiger wird, denke ich, ist das auch noch erreichbar. Der ist ja hier weiter auf Kurs erstmal. Und ja. Ich würde sagen, dabei belassen wir es, wir machen das zu. Wichtig wird für mich, wenn wir hier unter das Freitagstief drunter stechen, hätte ich durchaus so eine 6,30 bis 5,30 sogar im Sinn. Ne, hier einfach nochmal dieses Gap closen, dann nach oben. Oder ansonsten, wenn er über die 800 geht. Was dazwischen ist, ist für mich seitwärts. Das ist für mich Range. Ne? Also da würde ich jetzt nicht unbedingt großen Aktionismus an den Tag legen. Hier oben könnte ich mir vorstellen, vielleicht den einen oder anderen Long dann noch zu suchen, Richtung 890 oder 14.000. Hier unten könnte ich mir auch einen Long vorstellen an der 530 und ansonsten vielleicht sogar einen Short mit reinnehmen. Gerade wenn er so aus dem Bereich hochdreht und dann so Schwäche in den Nachmittag reingibt. Die Strecke hier, die fände ich dann recht interessant. Ja, das so ein bisschen, wie ich jetzt an den Montag rangehen würde. Vielleicht auch noch als Hinweis: Ich habe mich ein bisschen vertan letzte Woche mit dem Verfallstag. Ich habe so eine Risk-Map, nenne ich die selber. Da trage ich mir immer ein, wie viel Tagesrisiko ich pro Tag bereit bin zu geben, um einfach zu verhindern, dass ich irgendwie mal so Tage habe, wo ich mir dann 5, 6, 7, 8, 9, 10% vom Depot kaputt mache. Und das Risiko, was ich da pro Tag gebe, ist nicht jeden Tag gleich, sondern das ist abhängig von bestimmten Faktoren, die einfach sich auf mein Handeln auswirken oder die da Einfluss drauf haben. Die bei den Seminaren waren, die kennen das alle. Aber der Verfallstag ist da eben auch eine Kenngröße. Und ich habe die Mappe oder die Datei aus 2019 für 2020 genommen und habe vergessen, die Verfallswochen da nochmal glatt zu ziehen. Das heißt, ich habe letzte Woche die ganze Zeit mit Handbremse quasi gehandelt, weil ich dachte, es war Verfallswoche, aber es ist ja gar keine gewesen. Es kamen auch berechtigte Kommentare. Diese Woche ist erst Verfallswoche, nämlich immer am 3. Februar 2020. Da habe ich meiner Datei da zu viel Wichtung gegeben. Das hat gar nicht gestimmt, was drin stand. Aber es ist auch nicht verkehrt, lieber mit einmal zu viel Bremse fahren als mit zu viel Vollgas. Ist risikoseitig auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber das nochmal zum Hinweis: Wir hatten Freitag keinen Verfall. Ich hatte gesagt, das ist Verfallstag. Es war aber gar keiner. Das ist jetzt erst diese Woche relevant. Warum ist das auch so wichtig? Warum reduziere ich dort mein Risiko? Einfach aus dem Grund, dass ich immer wieder feststellen muss, dass Verfallstage eine viel höhere Fehlsignalqualität haben als normale Wochen. Das ist einfach so. Wir sehen da auch manchmal Bewegungen, die kriegst du nicht in ein technisches Muster gedrückt. Die kriegst du einfach nicht in ein technisches Muster gedrückt. Und sowas kommt immer und immer wieder in Verfallswochen. Ne? Deswegen haben die für mich eine sehr hohe Bedeutung im Sinne von, ich nehme dann da einfach ein bisschen Fahrt raus. Gut, das soll es dann hierweit soweit hiermit von meiner Seite sein. Ich wünsche dann einen guten Wochenstart und machen Sie das Beste draus. Ciao.